TV-Flops, das, was Thomas Gottschalk jetzt beruflich macht. Manchmal erkennen wir recht früh, dass eine Sendung ein Flop wird. In die Hufe, fertig. Dieser Kinderfasching für Erwachsene war ein Flop aus dem Jahr 2008. Peng, die Western-Show. Aber auch dieses Jahr gab's Flops. Carsten Maschmeyer ist mit Startup extrem auf die Fresse geflogen. Denn es war eine Nachmache von Die Höhle der Löwen. Hätte er auch selbst drauf kommen können. Das ist Nachmachen und ich werde mit Ihnen keine Firma gründen. Die Sendung hatte so beschissene Quoten, sie wurde schneller ausgeschaltet als Chico. Und RTL hat's auch wieder geschafft. Sieht aus wie ein Paradearsch. Welche anderen Flops das Fernsehjahr zu bieten hatte und warum es mal funktioniert und mal nicht, jetzt. Das Fernsehjahr verläuft ähnlich wie das Schuljahr. Die meisten Sendungen starten im August und September. Während im Juli noch experimentiert wird, starten im Spätsommer und Herbst all die Formate, von denen sich die Sender viel erhoffen. Allerdings sind die alle gefloppt, die hier stehen. Über 24. Aber warum krepieren jetzt manche Sendungen und andere nicht? Nun, es gibt viele Gründe, warum eine Sendung zum Flop wird. Da wären zum einen die Trittbrettfahrer. Also Shows, die die Idee einer anderen, erfolgreichen Show kopieren. Ingmar Stadelmann weiß, wovon wir sprechen. Dieses Jahr gab es davon vor allem eine Erscheinungsform. Der Flohmarktruf, alles klötert und schnaubt. Vielleicht findest du ja was, was du brauchst. Der Trödelboom. Trödelformate gibt es schon seit Ewigkeiten, zum Beispiel den Trödeltrupp von RTL 2. Aber für den Boom sorgte ein Überraschungshit vom ZDF. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach an, bevor das hier jetzt richtig peinlich wird. Bares für Rares. Die Show holt regelmäßig mehr als 25% Marktanteil am frühen Nachmittag. Das hat für einige Nachahmer gesorgt. Gut geschätzt gewinnt, viel zu bieten, Trödelalarm, clever abgestaubt, gut geschätzt das Trödelquiz, Trödelboom und Schnäppchenjagd und bei Anruf Schnäppchen. Es gibt so viele Nachahmer, dass euch gar nicht aufgefallen ist, dass zwei davon von uns erfunden wurden. Das ist jetzt aber schon sehr John Oliver-Style und das gerade, als wir uns so schön über Ingmar Stadelmann echauffiert haben. Trödelboom und Schnäppchenjagd war sogar eine abendfüllende Doku auf RTL 2 und richtig düster. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Alles, was jemand besitzt und was ihm lieb und teuer ist, wird irgendwann ein Fall für die Entrümpler. Dass einem RTL 2 die Würde nimmt, okay, aber bei den Hemden hört's auf. Ausgleichende Gerechtigkeit, RTL 2 hatte letztes Jahr auch zwei Trödelflops. Das Trödelduell und Dein Krempel oder ich. Egal, was ich mache, ich sammle. Alarmstufe Rot für unsere Trödel-Experten. Bei letzterem sollten auch noch Beziehungen gerettet werden. Sind Heiko diese Dinge wirklich wichtiger als seine Kinder und seine Frau? Misserfolg ist hier vorprogrammiert. Denn der Charme, den Bares für Rares durch Horst Lichter bietet, zwei bezaubernde Damen, wird konsequent in den typischen RTL-Laienschauspieler-Hass eingetauscht. Rede einfach nicht mit warum mir. Warum? Du redest doch auch mit mir, oder nicht? Ich verstehe das nicht, warum du so kindisch bist. Ich dachte, du bist 34. Als Resultat stehen gerade mal um die 1,8 bis 3,6% Marktanteil für Dein Krempel oder ich und für das Trödelduell höchstens 4,5%. Diese Sendungen sind noch unbeliebter als exzessiver Durchfall im Aufzug. Man könnte jetzt denken, dass es dann besser ist, wenn die Sender sich was Neues ausdenken. Originalität. Aber das endet auch gerne mal in hanebüchernen Ideen. Flieg mit mir im ersten mit Guido Kanz. Das Konzept, zwei Kandidaten spielen ein Quiz zu einem bestimmten Land. Allerdings nicht alleine, denn hinter der Schattenwand warten zwei potenzielle Quizpartner. Ein Er oder ein Ne von den beiden wird ausgewählt, dann wird gequizt. Für die Endrunde hat die Redaktion dann noch eine armselige Flugzeuggrafik designt und dann muss sich das Gewinnerteam entscheiden. Geld mitnehmen oder mit einer Person, die man seit 45 Minuten kennt, 10 Tage in den Urlaub fliegen. Was komischerweise alle tun. Wie der Sender die fertige Show fand, ist klar. Auf den Seiten der ARD oder in der Mediathek findet man keine einzige Spur mehr davon. Alles gelöscht und entfernt. Lag vielleicht auch an dem Namen. Besser wäre gewesen Geld oder Fliege. Und das war ja der Witz, den unser Volontär Yannick erst einmal googeln musste. Ah, Geld oder Liebe, die Dating-Show mit Jürgen von der Lippe. Jürgen. Die Quoten von Flieg mit mir waren erschütternd. Gerade mal um die 8% Marktanteil. Wir sagen, diese Show war eine noch schlechtere Idee als Stalingrad. Aber es gibt auch Produktionen, die floppen, obwohl sie von der Kritik gefeiert werden. Sozusagen die weißen Schafe der Flops. Ein Flop, der unserer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, Bruder, schwarze Macht.
Eine Produktion von ZDF Neo, starbesetzt mit Bjarne Mädel und Sibel Kekilli, die wir alle noch sehr gut aus Game of Thrones kennen. Die Serie erzählt bedächtig und glaubhaft die Radikalisierung eines Jugendlichen und die Geschichte seiner Schwester, die als deutsche Polizistin arbeitet. Eine nicht uninteressante Gegenüberstellung von Integration und Radikalisierung findet auch die FAZ, die sich fragt, warum läuft dieses starke Fernsehstück nur bei ZDF Neo? Sicherlich mutig vom Spartensender, von den Zuschauern, aber leider auch abgestraft. Lediglich ca. 1,3 bis 1,8% Marktanteil für Bruder Schwarze Macht. Konsequenz: Bruder Schwarze macht im ZDF nichts mehr. Aber manchmal wird eine solche Abstrafung auch in Kauf genommen, bei den Trendtestern. Wie gerade beim Trödelboom gesehen, funktioniert Fernsehen in Wellen. Also eine Show hat Erfolg, zieht andere Shows mit sich und dann veräppt die Welle wieder. Eine solche Welle zu starten, kann für Fernsehsender sehr lukrativ sein. Deshalb versuchen sie immer wieder neue Wellen anzustoßen. Mit 13 Jahren versucht man das Leben zu nehmen. Wir haben uns explizit sie rausgepickt, weil sie hat einfach gestunken. Im letzten Jahr waren das Detlef Soest und der Daily Talk. Der Sender möchte damit an die gloriosen Tage von zwei bei Calvers und Brit anknüpfen, die 2013 abgesetzt wurden. Meine Freundin Tina mich ohne meines Wissens beim Pornocasting angemeldet hat. Und zwar Hardcore. Daran kommt es in Sachen Drama nicht ran. Aber hier bei der Folge Mobbing wird ein 17-Jähriger vom Publikum dafür gemobbt, dass er gemobbt hat. Ich bin total aggressiv über den Typen, das geht gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Weil der hat einfach keinen Charakter. Das ist jetzt nicht schlecht gemacht, nur niemand hat Lust auf diesen Trend. Also genau wie bei der Sozialdemokratie. Detlef die Soest kam gerade mal auf etwa 1,3 bis 1,7% Marktanteil. Man kann also sagen, diese Show hatte weniger Aufmerksamkeit als der Fakt, dass Darmstadt einen Stadtteil namens Wixhausen hat. Aber das Trendtesten beweist wenigstens eines. Beim Fernsehen bekommen alle eine zweite Chance. Und vielleicht kommen wir ja im nächsten Fernsehjahr endlich mal wieder in den Genuss von etwas Action. Da sitzt dieser Balulis auf seinem hohen YouTube-Ross und macht sich über TV-Flops lustig. Arrogant, blasiert, selbstverliebt. Gefällt mir. Deswegen habe ich ihn auch abonniert. Und die Glocke gedrückt. So weiß ich immer, wenn der Balulis eines seiner neuen Videos veröffentlicht. Ingmar Stadelmann hat das auch gemacht.